Herzlich willkommen zu Teil 23 der Reihe Flächenberechnung in der Ebene, Funktionsweise und Rechenbeispiele. Heute wollen wir uns einige Beispiele für die in der vorherigen Folge vorgestellte Monte-Carlo-Integrationsmethode anschauen. Wir hatten in der letzten Folge uns bereits die Methode kurz angeschaut anhand des Beispiels f von x gleich 100 plus 10x minus e hoch x. Und wollten die Funktion zwischen x gleich 0 und x gleich 5, also im Intervall 0 bis 5, integrieren. Wir hatten für diese Funktion bereits analytisch, das heißt über die Bestimmung der Stammfunktion, die Lösung a gleich 626, minus e hoch 5, also ungefähr 478 gefunden. Wir wollen nun per Monte-Carlo-Integration dasselbe Integral ausrechnen. Und zwar für verschiedene Anzahlen von Stützstellen n. Noch einmal also konkret das Integral a von 0 bis 5 über die Funktion 100 plus 10x minus e hoch x dx. Wir sehen nun eine Tabelle, in der wir die Anzahl der Stützstellen in Schritten mit dem Faktor 10 sehen, also 100, 1000, 10.000 etc. und jeweils den Wert a, also den Wert des Integrals, für die jeweilige Anzahl der Stützstellen jeweils repräsentierend die Anzahl der Zufallszahlen, die ermittelt werden. Und wir sehen, dass sich der Wert des Integrals immer mehr dem wahren Wert annähert. Der wahre Wert noch einmal ist ungefähr 477,5868. Und wir sehen, dass hier zum Beispiel mit 100 Millionen Stützstellen bereits 7 Stellen des wahren Wertes ermittelt worden sind. Bereits mit 100 Stützstellen ist man zumindest auf 1% an dem wahren Wert dran und dann kommt man halt immer näher ran, je mehr Stützstellen man nimmt. Es muss nicht zwingend so sein, dass mit der Erhöhung der Stützstellen man näher geht. Manchmal geht man ein Stückchen wieder weg, aber damit mehr Stützstellen wieder näher zum wahren Wert hin. Wir wollen uns ein zweites Beispiel anschauen, und zwar diesmal die Fläche zwischen zwei Kurven berechnen. Die eine Kurve ist dann f1 von x, 1/10 plus 2x². Das ist die blaue Kurve hier. Und f2 von x, 1/10 plus x hoch 4, das ist die grüne Kurve. Zwischen den x-Werten x1 gleich 1/2 und x2 gleich 1, also im Intervall 1/2, 1. Auch diese Fläche hatten wir bereits in einer früheren Folge analytisch berechnet und hatten einen Wert von 187/480 gefunden, was ungefähr 0,39 ist. Nun werten wir dasselbe also mit der Monte-Carlo-Methode aus. Hier noch einmal das Integral und hier wieder die Tabelle mit den entsprechenden Anzahlen der Stützstellen und dem Wert für das Integral. Und auch hier sehen wir, dass wir uns dem Wert annähern. Ich habe hier den Bruch noch einmal mit mehr Dezimalstellen hingeschrieben, ungefähr 0,38958 und dann Periode 3. Und wir sehen, dass wir bereits beispielsweise mit 100.000 Stützstellen 4, 5, 6 signifikante Stellen ermitteln konnten. Es ist auf modernen Computern kein Problem, beispielsweise 1 Million Stützstellen kann man in einer Sekunde oder weniger berechnen mit einem geeigneten Programm. Ein solches Programm möchte ich hier kurz vorstellen. Wer noch nie selbst programmiert hat, der kann das gerne ignorieren. Dieses Beispielprogramm ist in Python 2.7 geschrieben und ist sehr, sehr kurz, wie man sieht. Man lädt eine Zufallszahlenbibliothek, die Bibliothek random, definiert die Funktion, über die man integrieren möchte, in unserem Beispiel also 2x² minus x hoch 4, das doppelte Sternchen bedeutet in die Potenz setzen. Man definiert die Variablen a, b als linke und rechte Seite des Integrationsbereiches, die laufende Summe s fängt mit 0 an und die Anzahl der Iterationen, also groß n, das hier ist groß n, gleich 1 Million in dem Fall, und dann macht man einen Loop durch die Anzahl der Iterationen, ermittelt jeweils eine Zufallszahl x im Intervall a, b, die Funktion random.random gibt eine Zufallszahl im Intervall 0, 1, das bedeutet, dass x, das auf diese Weise berechnet wird, a plus b minus a mal dieser Zufallszahl, liegt genau im Intervall a, b.
und dann addiert man zur Funktion s den Funktionswert an der Stelle x und am Ende muss man dann noch durch den Faktor b minus a durch n teilen. Ich hatte das ja itas genannt, das ist aber das große n aus der Folie. Und dann ermittelt das Programm eben in dem Fall mit 1 Million Stützstellen den Wert der Funktion und vergleicht das hier mit dem tatsächlichen Wert 187 durch 480. Wir sehen also, dass man mit einem sehr, sehr kompakten Programm bereits eine Monte Carlo Integration durchführen kann. Wir wollen uns noch ein weiteres Beispiel anschauen, und zwar hatte ich bereits gesagt, dass die sogenannte gaußsche Fehlerfunktion f von x ein Beispiel für eine Funktion ist, für die man keine Stammfunktion berechnen kann. Das heißt, das Integral zur Funktion e hoch minus x² existiert nicht, das unbestimmte Integral. Das bedeutet, dass man für diese Funktion, wenn man Werte ermitteln möchte, über eine numerische Integration gehen möchte, und diese Funktion ist beispielsweise sehr, sehr wichtig in der Statistik. Das heißt, man ist darauf angewiesen, numerische Werte zu berechnen. Das kann über verschiedene Techniken geschehen, zum Beispiel Reihenentwicklungen nach Taylor oder Kettenbruchentwicklungen. Wir wollen das aber hier per Monte-Carlo-Integration tun. Wir berechnen also das Integral über eine Konstante 2 durch Wurzel Pi mal dem Integral 0 bis x, e hoch minus tau Quadrat d tau. Wir benutzen diesmal eine feste Anzahl von Stützstellen, 1 Million, und berechnen das Integral für verschiedene Werte von x, 0,1, 0,25 etc. Und die Werte in dieser Tabelle hier sind über die Monte-Carlo-Integration berechnet, mit dem Programm, das wir eben gesehen haben, nur dass wir natürlich diese Funktion dann verwenden, als Funktion eben. Die Werte hier hinten sind eine Tabelle, die ich aus Wikipedia entnommen habe für die Fehlerfunktion, und man sieht, dass für 1 Million Stützstellen man bereits sehr gut die Werte reproduzieren kann. Das heißt, die Monte-Carlo-Integrationsmethode liefert ziemlich präzise Werte. Soviel zur Monte-Carlo-Integration. In der nächsten Folge werden wir das Thema Flächenberechnung mit einer Zusammenfassung abschließen. Vielen Dank.